Jetzt kommen wir zu einem Programmpunkt, den wir uns noch nicht jetzt schon hätten gewünscht. Rücktritt von einem ganz Bösen von unserem Sport. Dreimal war er in seiner Karriere im Schlussgang vom eidgenössischen Anlass. 2008, im Kirchbergschwinger, hat er den Schlussgang gegen Stuckenfriedl noch gestellt und hat das Fest auf dem zweiten Rang beendet. 2013, in Burgdorf, hat er praktisch vor seiner Haustür den Schwingerkönig-Titel geholt. Und nur ein Jahr später gewinnt er das Kirchbergschwinger dann gleich noch. Im Ganzen hat er 36 Kranzfeste gewonnen, 9 davon waren Bergfeste. Dazu kommen 28 Sieg bei Regionalfest. Der erste Kranz hat er 2003 gewonnen. Dazu sind 105 weitere Fans gekommen, was die eindrückliche Zahl von gesamthaft 106 Kränzen gibt. Dreimal war er Schwinger des Jahres, zweimal nominiert für den Schweizer Sportler des Jahres. Der Sempach Mettu ist einer der grössten, was es bei uns im Schwingsport je gegeben hat. Liebe Schwingerfamilie, die mich kennen, wissen, dass ich nicht der bin, der gerne von so vielen Leuten live redet. Ihr müsst wahrscheinlich nach dem Wort ringen, darum habe ich euch die Aufnahme vorbereitet. 1993, als 7-jähriger Bub, bin ich zusammen mit meinem Bruder, Stefan und dem Winterkäfer beigetreten. Ganze 25 Jahre habe ich dort auf grosse Unterstützung erzählen. Und für das bin ich sehr dankbar. Schnell habe ich die Leidenschaft für den Schwingsport entdeckt und schon gleich habe ich Träume gehabt. Grosse Träume. Dank meinen Eltern, die mich Woche für Woche ins Training geführt haben und mich Sonntag für Sonntag am Sagnau-Rang unterstützt haben, habe ich in meinem Jungschwingerjahr hier eine super Zeit erleben. Als 18-Jähriger habe ich angefangen, professionell zu trainieren und habe mein grosses Ziel, den Königstitel konsequent angefangen zu verfolgen. Auf diesem langen Weg hatte ich das Glück gehabt, immer gesund zu sein und mich dem Ziel Jahr für Jahr zu nähern. Und nachher hat es für mich alles ergeben, wie ein Märchen. Ausgerechnet zu Burgdorf. An meinem Heimfest hat alles zusammengepasst. Ein perfekt organisiertes Fest, die 8 wundrigen Gänge und der schöne Wetter. Und das alles von meiner Haustür. Dass ich den Titel vom Schwingerkönig das Leben lang tragen darf, macht mich stolz und erfüllt mich mit grosser Zufriedenheit. Mit dem Sieg am Schilfbettschwinger das Jahr darauf habe ich in meiner Karriere noch ein weiteres Highlight erleben. In dieser sportlich schönen Zeit habe ich auch das Glück gehabt, dass ich zweimal Vater werden durfte. Mit dem Henry und der Paula erleben wir jeden Tag unglaublich viel Lustiges und es macht Alltag Freude, Sie dürfen auf Ihrem Weg zu begleiten. Liebes Heidi, danke für alles und merci, dass du mir immer hast die Rücken frei gehalten hast. Meine Erfolge wären nie möglich gewesen, ohne ein starkes Berner Team im Rücken, wo immer zusammengestanden ist, ein super Teamgeist hatte und zusammen viel erreicht hat. Ich bin stolz, dass ich in dieser Ära von der starken Berner hat dürfen, ein Teil davon sein. Und was ich besonders geschätzt habe, dass wir einander als Team zeigen, immer haben wir gönnen und sich auch für die anderen können freuen. Ich danke von ganzem Herzen den Mitgliedern des Schwingclub Kilter, meinen Trainern, die mich all die Jahre gefördert und dann noch weitergebracht haben. Allen voran an Jean-Pierre Ecker. Er hat immer an mich geglaubt und hat mein Potenzial erkannt und gewusst, wie er mich immer wieder pushen kann. Auch noch vom Oberargauischen, dem Berner Kantonalen Schwingerverband. Ein weiterer Dank für meine Partner und meine Hauptsponsoren. Auch noch voran Emmentaler AP, Schüssig-Teigwaren, Jakob Mark Zollbrück und Toyota. Es freut mich enorm, dass sie sich auch immer als Partner an der Schwingfest engagieren. Nur dank dieser Unterstützung ist es möglich, dass wir auch Schwingfest wie das von heute in dieser Grössenordnung durchführen können. Ein grosser Dank gilt dem heutigen OK und all den Helfern, die das sensationelle Fest auf die Beine gestellt haben. Weiter danke ich meinen Freunden und meiner Familie, sowie meinen Eltern und meinem Bruder Stefan. Ich habe von euch immer eine hundertprozentige Unterstützung gespürt.
Schön ist auch immer die Unterstützung von euch, liebe Fans, auf dem Schwingplatz gewesen. Gern hätte ich noch bis 2019 weitergeschwungen, aber aus gesundheitlichen Gründen und auf Rate von meinen Vertrauensärzten weiss ich heute, dass mein Entscheid mit dem heutigen Rücktritt der richtige ist. Mit dem, was ich erreicht habe, bin ich unendlich zufrieden und ich habe dem Schwingsport sehr viel zu verdanken. Dank dem Schwingsport habe ich in der ganzen Schweiz einen Haufen Freundschaften schliessen. Das wird mich ein Leben lang tragen. Ich bin stolz, ein Teil dieser Schwingerfamilie zu sein. Es ist jetzt Zeit, dass ich die Hose an den Nagel hänge. Dabei unterstützen wir die Leute, die mir in all diesen Jahren am nächsten gestanden sind.